Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Kena Bridge of Spirits. Und ihr seht schon, die Welt brennt. Ich bin euer Basti, ich freue mich, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und hier ist alles in Qualm gehüllt. Und wir werden jetzt versuchen, dass wir dieses Gebiet reinigen. Wir müssen hier die Maske verwenden und wieder, so wie es aussieht, 3 Relikte finden. Was sehen wir hier? Das ist also die Holzschmiedin. Und das sieht so schön aus. Mit den Masken. Das ist wirklich wie ein Animationsfilm hier. Haben wir jetzt dieses brennende Tal gelöscht? Ist das Feuer aus? I can feel her presence ja. Everywhere. These fields are scarred with memories of destruction. What could have happened here? We need to find 3 relics to help Adira. There's something buried beneath the poison over there. That might be a good place to start looking. Okay, wir sollen hier drüben mit der Suche beginnen. Ich würde aber gerne nochmal hier reingehen. Aber hier drinne ist wirklich nichts, ne? Okay, interagieren. Ich muss erst die 3 Relikte finden, sonst kann ich hier drin nichts machen. Ich habe gedacht, hier gibt es irgendetwas, aber die Welt brennt nicht mehr. Und wir sollen hier drüben beginnen. Da ist irgendetwas verborgen. Aber die Frage ist natürlich, was müssen wir hier machen, damit wir hier an dieses Relikt kommen? Wir haben jetzt 5 Pfeile. Gibst du uns vielleicht einen Hinweis? There's a relic here. These rocks look like they're part of a larger structure. This is our ox. He helped us shape the land. We have to help him. I don't know how he could possibly be functioning after all this time, but we can't leave him like this. Try clearing the other areas of corruption in the fields. I think they're connected. Adiras Liebe. Beseitige die Verderbnis in den Feldern. Okay. Na, dann wollen wir mal die Felder reinigen, hoffentlich. Wo gehen wir als erstes hin? Hier gibt es auf jeden Fall erstmal ein bisschen Energie und das ist schon wieder so ein hässlicher, so ein heftiger Klops hier. Wow. Nee, das ist ein anderes Vieh. Okay. Und der hier teleportiert sich schon wieder durch diese Schlamm-Sachen hier. Den müssen wir als erstes platt machen. Und diese Krabbelviecher sind sowas von eklig. Ja. Jawohl, das haben wir geschafft. Aber die Verderbnis hier verschwindet noch nicht. Da drüben kann ich eine Bombe setzen. Ach, hier muss was hin. Okay. Ach, das da drüben muss dort hin. Komm mal her, ja. Bring das mal bitte hier in die Mitte. Diese Colon. Und dann kann ich zumindest diese Verderbnis hier entfernen.
Ja. Hier wächst nämlich jetzt eine Blume. Und ich muss dort hoch. Okay. Wir machen erstmal alles weg, was wir hier finden. Komm, einmal noch. Ach, schade. Ah, dann holen wir dich nochmal. Wir haben ja hier einiges an... So, hier rüber. Darüber. Hier nach oben. Ah, hier kann ich nichts machen. Okay. Jetzt komme ich hier oben weiter. Was ist hier? Das muss auf jeden Fall noch weg. Das muss auf jeden Fall noch weg. Komme ich von hier bis an die Blume ran? Ja. So, das nehmen wir weg. Das kommt weg. Und dann haben wir hier eine neue Blume. Okay. Dann müssen wir erstmal sehen, was hier passiert. Ich komme hier aber nicht hoch. Ach so, Moment. Ah, jetzt hat es mich erschlagen. Oh mein Gott. Und ich bin sogar gestorben. Halleluja. Das hat natürlich jetzt nichts gebracht, aber ich habe ja zwei Bomben. So, komm. Jawohl. Okay, kann ich noch irgendwas? Nee, aber ich kann hier eine Bombe hinschmeißen. Und vielleicht komme ich dann hier nach oben. Hä? Ah, Moment. Nee, das geht auch noch nicht. Moment. Uns bringt aber nichts hier. Da komme ich nicht nach oben. Warum sind die Blumen noch nicht offen? Tja. Die Blume ist nicht offen, also komme ich da noch nicht hoch. Ach, ist das ärgerlich. Ich kann natürlich vielleicht auch hier stehen bleiben, damit ich dann hier hochkomme. Jetzt ist aber auch nichts hier. Ach, dort hinten ist noch eine Blume. Okay. Ja.
Was nützt mir das, wenn ich da hinkomme? Zumindest finde ich eine Truhe. Das ist ja auch schon mal was Positives. Oh, da war sogar ein Rott drinnen. Aber ansonsten... Ja, öffnet das mal. Okay, also die Truhe habe ich, die hier hinten habe ich. Jetzt komme ich hier nach draußen. Was nützt mir das? Was nützt mir das? Also bei dem Punkt war ich schon, bei dem Punkt war ich schon. Ich könnte ja das alles jetzt hier zerstören. Momentchen mal. Wenn ich mit dem dorthin gehe. Das bringt mir ja nichts. Ist wahrscheinlich zu weit weg. Komm mal mit. Nee, das bringt überhaupt nichts. Okay, was hast du hier zu sagen? From the tower have grown out of control. They've destroyed the foundations of the structure. You can probably use pieces of the rubble to reach the base of the tower. Mhm. Okay, jetzt bin ich hier. Würde aber vielleicht gerne noch mal zu der anderen Sache dort gehen. Vielleicht kann ich da ja auch was machen. Ist ein bisschen doof, dass ich dort oben an die Blume nicht rankomme. Ach, hier ist auch noch so... Ach, hier ist so eine Statue. Okay, die kann ich mir auf jeden Fall noch holen. Die Statue kann ich mir noch holen. Da gibt es nämlich ein paar... Sehr schön. So, das wären ja neue Hüte, ne? Und die Dinger kann ich ja wahrscheinlich auch kaputt machen. In die Richtung, ne? Ja. Da komme ich noch nicht hin. Das kann ich definitiv noch nicht zerstören. Dann gehen wir hier rum. Hier hinten sind auch schon wieder Gegner in den Häusern. Na gut, dann machen wir erstmal die platt. So. Ihr seid hässliche kleine Schleimviecher. Wo ist hier dieses... Nervig. Echt nervig. Aber sowas von... Das ist von dort... oben. Dann muss ich aber nach oben. Ach, und dann von drinnen. Und jetzt? Thank you.
Das ist heftig. So, dahin. 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 Dann hier rüber. Und hier hoch. Dann haben wir zumindest die Truhe hier gefunden. Sehr schön. Und einen weiteren Rott. Das ist aber nicht die Stelle, in die ich eigentlich hin wollte. Wir haben das jetzt alles befreit hier oben. Aber ich wollte ja eigentlich hier rüber gehen. Okay. Einmal im Kreis fahren. Auch nur wieder eine Truhe. Na gut, dann nehmen wir heute mal einiges an Truhen mit und finden Rotz. Rotz nicht. Okay, ich muss vermutlich darüber. Von hier aus komme ich nicht darüber. Gut. Dreh dich mal weiter. Ich hoffe doch mal, dass das jetzt auch passiert, dass er noch eine Runde macht. Nee. Okay. Gut. Hier drüben sind wir. Und die Kiste nehmen wir auch mit. Die steht hier einfach so sinnlos rum, ohne beschützt zu werden. Aber wir müssen da hoch. Vielleicht müssen wir diesen Bereich als erstes clearen, damit wir dann weiterkommen. Ja, nehmt mal den dort. Oh Gott. Puh, das hat geklappt. Einmal einsammeln. Okay, ihr könnt jetzt das Ding. Ach nee, Moment. Das muss dahin. Oh, ihr kommt ja nicht hoch. Das ist aber so eine Wurfel. Oh, hier komme ich auch nicht hoch. Also hierhin kommt ja. Aber was bringt mir das? Dann komme ich zwar hier hin. Dann komme ich hier hoch. Aber ich komme ja da nicht drüber. Moment, kann ich. Bewegt ihr euch auch, wenn ich hier drauf stehe? Das geht sogar. Cool.
Dann geht mal hier rüber. Dann gehe ich hier hoch. Und dann komme ich hier hin. Und hier wartet schon wieder ein Kampf auf mich. Energie brauche ich zurzeit gerade nicht. Das Fass nehmen wir mit. Ich würde sagen, wir machen den Kampf, bestreiten wir noch. Oh, shit. Da bitte hin. Oh, shit. Energie holen. Aber an die Blume komme ich immer noch nicht ran. Bäh. Okay. War's das? Nein, das war's noch nicht. Sehr gut. Okay. Ah. Oh, ich bin noch ausgewichen. Geht mal dahin. Du hässliches Vieh. Ich hole mir erstmal ein bisschen Lebensenergie. Und jetzt ist er weg. Gott sei Dank. Jetzt öffnet sich die Blume. Und wir können wenigstens einen Teil wieder befreien hier. Okay, jetzt hat sich ja das andere... Okay, da muss eine Kula hin. Das war ein cooler inszenierter Kampf. This is where we built our ox. He started as a simple concept, a way for us to work the fields and improve our crops. But he became so much more. It's no surprise the dearest spirit has latched onto him. Okay. Ach, hier gibt's die Kugel. So, dann bringt er die mal bitte hier hinter. Und dann kann ich weitere Verderbnis hier auslöschen. Oh, was soll ich mit der Ach, Moment. Hier ist doch ein Feld. Hier ist doch ein Feld. Sehr schön. Sehr gut. Haben wir noch irgendwo ein Feld hier? Nee. Sehe ich hier irgendwo vielleicht ein Rott? Da ist was. Nee. Es gab nur Karma, glaube ich. Okay, gut. Dann
Holen wir uns das Fass noch? Okay, das haben wir uns schon geholt. Hier ist auch noch ein Rott in der Nähe. Und jetzt? Hier nach oben. Okay. Diese Flecken sind auch Rott. Ich habe die schon mal irgendwo gesehen, glaube ich. Okay, wir haben also ein Schrein haben wir befreit. Dann müssen wir mal schauen, dass wir jetzt noch irgendwie zu dem nächsten gehen. Oh, hier ist auch noch... Ah, hier ist noch was. Okay. Also mit den Lampen kann ich nichts machen, aber von da hinten bis hier vor. Das ist echt ein weiter Weg. Aber vielleicht haben wir ja Glück, dass unsere Energie ausreicht und wir hier diesen Blumenschrein... wo war der jetzt? Hier war er. Okay, das reicht auf jeden Fall. Sehr schön. Super. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Wir haben auch noch keinen einzigen Hut gefunden in dem Bereich. Und das Wasser ist auch wieder sauber. Okay, vielleicht haben wir jetzt Glück, dass wir den anderen Bereich auch noch cleanen können. Hier unten ist definitiv erstmal noch eine Truhe versteckt. Die wir auf jeden Fall mitnehmen. Oh, da ist ein Rott drin. Also wir haben auf jeden Fall schon ziemlich viel Rott jetzt gefunden. Hier. In dieser Umgebung. Oh, die ist so schön gestaltet. Und dort oben sind schon wieder irgendwelche fiesen Gegner hier auch. Okay, machen wir das jetzt noch oder machen wir das im nächsten Part? Ne, wir machen das im nächsten Part, denke ich mal. Wir sind schon wieder viel zu lange hier. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Basti. Tschüssi. Zombie Apocalypse.